Es ist Zeit für genau so ein Video, würde Kollege Rezo, also der Mann mit den blauen Haaren, jetzt wahrscheinlich sagen. Und das zum ersten Mal, wenn es um All Elite Wrestling geht. Manche kennen es oder haben es vielleicht früher sogar gar gefeiert, die ganzen Hardcore-Rants über WWE oder WWE ist jetzt ein bisschen zu allgemein ausgedrückt, diverse Booking-Entscheidungen in der WWE und bla. Heute jedoch nehmen wir uns mal All Elite Wrestling vor und ich sehe es jetzt schon vor meinem geistigen Auge, entweder ihr da draußen, die ihr jetzt an eurem PC sitzt oder das Ganze im Bus über dem Smartphone hört oder am Weg zur Arbeit oder whatever. Sehe jetzt schon vom geistigen Auge, wie alle WWE-Fans jetzt sagen, ja, endlich ist scheiß All Elite Wrestling jetzt einmal dran, Scheiße zu fressen. Und alle All Elite Wrestling-Fans denken sich, nein, der gute Bungie ist wieder zu der bösen Seite übergesprungen. Leute, was soll ich sagen? Man muss halt auch mal, auf der anderen Seite shooten. Und das zu Recht. Ja, weil wenn die WWE Kacke baut, dann sagt man das mal ganz schnell, ganz laut. Aber genauso muss man auch mal ganz schnell, ganz laut sagen, wenn All Elite Wrestling mal wieder richtig Kacke baut. Und ich habe so das Gefühl, wir befinden uns so ein bisschen an einem Punkt von AEW. So, ich würde sagen, ab Februar, vielleicht kurz nach Revolution. Wo so jetzt die letzten 2 Monate ungefähr, wo die Highs richtig schön high sind. Und die Lows dafür aber richtig, richtig tief unten. Ich möchte da kurz mal das TNT-Title-Geschehen ansprechen. Holy shit, das ist nochmal ein Thema für einen anderen Rant, der wahrscheinlich bald kommen wird, wenn ich mir so die letzten Wochen ansehe. Ich meine, was ist das? Was war das? Was kommt da noch? Das ist alles fernab davon gut zu sein. Aber... Und das soll es heute nicht gehen. Heute geht es um so, ich würde sagen, das zweite große Problem bei AEW. Und das ist, wie eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit, seit dem Start der Company, wird es gefühlt irgendwie nicht besser. Oder ab und zu hat man so das Gefühl, es wird kurz besser und dann wird es aber wieder schlimmer. Und ich habe es auch auf Twitter so schön geschrieben, man macht manchmal so einen Schritt nach vorne und im nächsten selben Atemzug wieder 2 Schritte zurück. Und die Rede ist natürlich von der Women's Division, beziehungsweise aktuell das gesamte Booking, die Präsentation und so weiter und so fort. Und gestern, spätestens in der Nacht von eben Mittwoch auf Donnerstag, ist mir endgültig die Hutschnur geplatzt, weil ich verstehe es einfach nicht mehr. Tony Khan ist ja einer, der... selber oft mal gerne sagt, hey, wir hören auf das Feedback der Fans und wir versuchen uns Fehler einzugestehen und uns in Sachen Produktion zu verbessern und dies, das, Ananas. Und das siehst du auch oft genug, ne? Auf Social Media, wenn er mal wieder irgendwelche Fanwünsche aufgreift, wie zum Beispiel hier die Moving Graphics, die man jetzt auch für Double or Nothing präsentiert, oder zum Beispiel die Lichtgeschichte, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ein Fan hat auf Twitter denn gefragt oder den Wunsch preisgegeben, hey, mach das doch bitte wieder wie früher, dass das Licht auf die ganze Halle ausgestreut wird, damit man die Zuseher auch sehen kann, nicht, dass alles so abgedunkelt wird, so wie auch NXT Takeover-Style, wie man das halt früher auch gemacht hat. Und da geht auch Tony Khan sehr gerne drauf ein und respondet dann halt auch vor allem auf Twitter und alle sagen wieder, oh, Heiland, Tony Khan, der Allergrößte, der Allergeilste. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch ein großer Fan von Tony Khan. Ich finde persönlich, dass er immer noch, trotz der jetzt mehr werdenden Kritik, die jetzt ein bisschen lauter wird, immer noch sehr viel richtig macht. Und ich muss auch gleich mal dazu sagen, auch wenn das jetzt natürlich dann jetzt in den nächsten Minuten doch ein bisschen emotionalerer Rant wird, gleich mal vorneweg. Ich glaube persönlich, die Kritik in den letzten Wochen wird ja generell ein bisschen lauter. Ich glaube persönlich, dass einfach vor allem viele AEW-Fans und ironischerweise gerade viele AEW-Fans das Produkt mehr und mehr kritisieren, einfach weil sie wissen, dass dieses Produkt Woche für Woche oftmals sehr nah dran ist an der Perfektion. Oder einfach an einer Top-Punktzahl oder einer Top-Ausgabe. Wenn du zum Beispiel Cage Match dir anguckst, es gibt keine Ausgabe unter... Also du hast, glaube ich, eine
98%ige Quote. Es gibt keine Ausgabe unter 7 Punkte. Die meisten sind sogar auf 8 und manche sogar auf über 9 Punkte. Also das ist wirklich pervers. Und ich bleibe auch dabei, dass wir alleine schon von der wrestlerischen Qualität über die Dichte gab es bis jetzt noch nie im Wrestling so ein konstant gutes, knackiges Produkt wie AEW Dynamite. Rampage ist dann noch ein bisschen andere Geschichte. Das ist noch ein bisschen kompakt, aber vielleicht nicht ganz so hochwertig von der Matchqualität. Ist aber auch wieder ein Thema für eine andere Zeit. Aber ich glaube persönlich deswegen, dass die Kritik lauter wird, weil man eben genau weiß, das sind eigentlich nur kleine Schrauben, an denen man persönlich drehen müsste. Und es sind zum Teil wirklich nur Nuancen, die einfach ausgefeilt gehören. Ob es jetzt eben die TNT-Title-Geschichte ist, das ist ja kein unlösbares Problem, sondern es sind ja eigentlich nur Charakterfragen. Und bei der Women's Division kann es nicht zum Teil so gut sein wie in der WWE, wo du zwar auch immer wieder riesige Downs hast, aber wenn es zum Beispiel Richtung WrestleMania geht, ne, zum Beispiel die Bianca Belair-Geschichte gegen Becky Lynch, die war dann doch sehr gut und vor allem das Match war hervorragend. Und auch wenn ich persönlich glaube, dass man selbst mit den besten Frauen bei AEW nicht ganz an die wrestlerische Qualität bei der WWE rankommen kann, glaube ich persönlich trotzdem, dass das Maximum einfach so gut wie nie rausgeholt wird. Denn so schlecht, wie viele Leute meinen, ist das AEW Women's Roster gar nicht. Du hast wirklich gute Leute. Das größte Problem ist, du, glaube ich, dir fehlt persönlich so ein Gesamtpaket. Britt Baker ist eine gute Rednerin, wirkt wie ein Star, ist wrestlerisch, aber sorry, no offense, kacke. Sie hatte ein paar positive Aussetzer, aber da waren es auch Gegnerinnen, die wrestlerisch wirklich, wirklich geil waren. Komplette Gegenteil. Du hast eine Chris Statlander im Ring, absolut hervorragend, Powerhouse, trotzdem beweglich. Die hat schon Bombenmatches gezeigt. Da fehlt es aber da halt dann doch ein bisschen am Micwork. Eine Jamie Hayter ist persönlich so ein Projekt, das sowohl am Mic als auch im Ring sehr stark funktionieren kann. Und sie ist im Ring jetzt schon hervorragend. Aber ich habe so das Gefühl, die lässt man halt erst von der Leine, wenn sie gegen Britt Baker turnt. Da hast du noch eine Hikaru Shida im Ring. Hervorragend. Wirklich im Ring hervorragend. Für mich immer noch das Ace der Division. Das jetzt halt gerade ein bisschen mehr in Japan rumkutschiert. Aber ne, da ist halt auch, obwohl sie ihr Englisch natürlich großteils sehr stark verbessert hat, ist da von einem guten Micwork halt noch nicht zu sprechen. Das verlangt aber als auch in diesem Aspekt keiner. Das zieht sich so durch die gesamte Division und mein Problem ist nicht, dass viele Wrestlerinnen dort halt auch ihre Schwächen haben. Das ist zum Teil normal. Du hast unglaublich junge Wrestlerinnen dort und die wirklich viel Potenzial auch aufweisen. Ich möchte da auch noch zum Beispiel eine Sky Blue hervorheben. Die ist jetzt, glaube ich, 19 oder 20 Jahre. Du hast da eine Anna Jay, die noch Potenzial hat, eine Ty Conti, die ja zum Beispiel auch wrestlerisch irrsinnig gewachsen ist in den letzten 2 Jahren, war persönlich so mein Breakout-Star im letzten Jahr dann auch. Aber die steckt jetzt an der Seite von Sammy Guevara, die wirst du im Women's Wrestling-Bereich oder in der Women's Division wahrscheinlich eher nicht mehr so sehen. Ja, und das sind dann viele, viele Kleinigkeiten. Das ist aber für mich jetzt grundsätzlich nicht per se das Problem, sondern mein Problem ist halt einfach, dass ich weiß nicht, wer daran schuld ist, dass entweder Tony Khan oder der andere Zuständige, whatever, dass man es nicht wie bei den Männern schafft, vielleicht manche Schwächen einfach wegzuretuschieren, einfach die Stärken hervorzuheben, sondern dass du bei den Frauen, wie ich so das Gefühl habe, einfach keinen Plan hast, was du tust. Bestes Beispiel, wenn wir schon beim Thema Schwächen sind, Serena Deeb. Und das sind wir auch bei dem Thema, wo mir gestern die Hutschnur geplatzt ist. Serena Deeb ist für mich eine der besten Wrestlerinnen in Nordamerika. Ohne Wenn und Aber. Ist technisch hervorragend, submissionlastig, kann eine unheimlich große Variation an Moves auch an den Tag bringen und gefühlt gegen jeden Gegner gehen. Man hat das letztes Jahr bei Double Nothing gegen Riho gesehen. Man hat es in der Match-Serie gegen Hikaru Shida gesehen. Diese Frau ist wrestlerisch absolut fantastisch. Aber was war das denn in den letzten Wochen bitte? Die Serena Deeb gibt dir, warum gibst du, man sieht ja offensichtlich, dass sie sich am Mikrofon nicht wohlfühlt. Die fängt da zum Teil an zu stottern und probiert auf Krampf irgendwie Emotionen rüberzubringen in einer Storyline, die jetzt schon wieder komplett wirr ist.
eine Thunder Rosa, die gefühlt seit ihrem Titelgewinn vielleicht 20 Minuten Airtime bekommen hat. Und das soll die großartige Women's Division sein, von der Thunder Rosa selber schwärmt und sagt, ja, wir probieren da alles voranzubringen und ich bin stolz hier, meine Division zu repräsentieren. Quark! Das ist absolut Bullshit! Die Frauen bekommen kaum On-Screen-Time, kaum Match-Zeit. Hier muss ich fairerweise dazu sagen, es hält sich ja seit Anbeginn von AEW hartnäckig das Gerücht, dass Warner TV Media, also der verantwortliche Herausgeber für die Sender TNT und TBS, dass die nicht mehr wie ein Frauenmatch pro Abend auf der Card haben wollen. Ich weiß nicht, was da dran ist, nachdem das Gerücht nie weggegangen ist und nachdem wir nie oder wirklich nie mehr als ein Frauenmatch pro Tag pro Matchcard sehen, kann ich mir tatsächlich da vorstellen, dass da sogar vielleicht was dran ist. Deswegen möchte ich, weil wir keine Beweise dafür auch haben, möchte ich zumindest für diesen Aspekt Tony Khan oder Co. nicht dafür beschuldigen, weil wir es einfach nicht nachvollziehen können, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Aber was ich halt kritisieren kann oder fast muss, ist die Tatsache einfach, wie scheiße dann dieses eine Match, oder vielleicht hat man gerade zwei, drei Programme, was man dann auf zwei, drei Weeklies wiederum aufteilt, dass du es einfach nicht geschissen kriegst, weil halt einfach die Aufteilung und die Prioritäten falsch gesetzt werden. Warum gibst du nicht eine Serena Deeb irgendeinem Manager an die Seite? Du weißt ja nicht seit gestern, dass sie am Mikrofon jetzt nicht die allergrößte Talkerin ist. Entschuldigung, ist einfach so. Also das Segment wurde gestern auch von vielen Leuten zerrissen, auch zu Recht. Vor allem, weil du da noch irgendwie Tony Schiavone mit einbeziehst und Dustin Rhodes. Das kannst du vielleicht sogar so noch irgendwie machen, auch wenn ich das schon ein bisschen auch aus dem Nichts kommen habe sehen. Also das war so, wow, wo kommt das jetzt auf einmal her? So dieser Story-Angle, so keiner respektiert Serena Deeb und dann wird so insgeheim mehr oder weniger gegen die WWE noch geshootet, weil sie gemeint hat, ja, damals habe ich mir sogar hier Brustimplantate reinsetzen lassen, nur um mich ins System einzufügen oder was ist da nicht. Also irgendwas, was halt komplett aus dem Nichts kommt und eigentlich dann auch dementsprechend keine Substanz hat in dieser Fehde. Und dann hast du als Serena Deeb am Mikrofon, die halt ungefähr, ich habe es auch gestern schon auf Discord geschrieben, so authentisch ist wie das russische Staatsfernsehen. Also, Entschuldigung, die kann ich einfach nicht ernst nehmen. The Thunder Rosa ist okay am Mikrofon, aber die hat auch immer noch ihre Unsicherheiten. Aber das Wichtigste wäre doch, gib doch eben eine Serena Deeb einen Smart Mark Sterling an die Seite. Der wird wahrscheinlich eh von den Baddies von, also Jade Cargill, bald gekickt, weil ein gewisser Malcolm Bivens höchstwahrscheinlich bald nach AEW kommen wird. Gehe ich fest von aus. Und der passt dann aber auch wie Arsch auf Eimer. Das, was du so ein bisschen richtig machst, ist eben die Geschichte mit Jade Cargill. Das ist so mit so fast das Positivste an der Women's Division, dass ich das mal sage. Wenn mir das wer vor einem halben Jahr gesagt hätte, ich hätte ihn für bekloppt erklärt. Aber Jade Cargill ist, was die Women's Division angedacht war, das Highlight. Und mit ihr machst du auch booking-technisch im Bereich des Möglichen alles oder so gut wie alles richtig. Dass man da mit Marina Shafir damals auch zum Beispiel richtig fett ins Klo gegriffen hat, das ist schon wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber das ist genau das. Ich habe so das Gefühl, du hast gute Ansätze zum Teil, aber bringst das halt auch nicht ins Ziel. Sondern baust halt straight auf dieser Autofahrt einen Unfall. Oder fährst an der falschen Ausfahrt aus. Auf. Ausfahrt auf, nicht umgekehrt. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Und das regt mich halt so auf, weil ich denke mir, hey, ich bin so, wisst ihr, AEW, ich glaube, brauche ich ja nicht erzählen, ist für mich so, ich habe Wrestling nochmal neu für mich entdeckt, ich habe es nochmal neu lieben gelernt, WWE hat mich ausgebrannt ohne Ende. Und da gucke ich mir zum Beispiel Backlash an oder auch WrestleMania und sehe, was da, gut, auch wenn das Booking da auch nicht immer passt, aber matchtechnisch hauen die dann halt wirklich doch nochmal was Großartiges raus. Und bei den Frauen ist es halt meistens sowohl beim Booking und beim Match halt nichts, weil du davor halt Britt Baker als Champion hattest, die hatte ja ihre ein, zwei Ausreißer nach oben, ne, mit dem unsanctioned Match da damals gegen Thunder Rosa. Ich fand das Steel Cage Match damals von Baker gegen Rosa auch nicht überragend. Es war in Ordnung, ich fand es zum Teil ganz gut, aber das kam halt nicht an den Vorgänger ran. Und das einzig wirklich gute Singles Match ohne Stipulation, was Britt Baker jemals hatte, war das gegen Chris Statlander. Und wie gesagt, Chris Statlander ist halt fucking awesome im Ring. Da fehlt es aber dann halt auch noch an charakterlicher Tiefe. Und dieses Schwächen nicht ausmerzen können oder retuschieren können und die Stärken in die Höhe heben, das zieht sich wie ein Kakao seit 2-3 Jahren durch AEW in der Frauendivision. Und es regt mich halt einfach auf, weil es, wie gesagt, Sachen sind, die kannst du relativ einfach beheben.
Und vielleicht ist es genau das, warum es mich so krass aufregt, weil es halt nicht viel ist, was fehlt, dass AEW wirklich zu einer vollendeten Show macht oder zu einem vollendeten Produkt. Und weil ich denke mir zum Beispiel, im Gegensatz zu WWE, die WWE hat so viele Baustellen an so viele Ecken und Enden, dass es mir mittlerweile halt einfach egal ist und ich gucke mir die manche Pay-Per-Views noch an nebenbei und sage, hey, da waren ein, zwei geile Matches dabei. Und das finde ich gut. Und dann lasse ich den Rest liegen. Und ich den Rest, ich sag mal, auf Discord oder auf Twitter bekomme ich genug mit, was bei der WWE gerade falsch läuft. Aber das ist es. Ich bin da halt emotional nicht mehr gebunden. Meine Emotionalität und meine Bindung liegt halt gerade bei All Elite Wrestling. Und dann fuckt es einen als Fan umso mehr ab, wenn dann wieder richtig fett ins Klo gegriffen wird. Und ich glaube, das könnt ihr sogar nachvollziehen. Und dann, ich bin da halt einfach so pisst, weil geht einfach nichts voran und dann hast du eine Maki Ito, die dann als Joker kommt, was ich mega gefeiert habe und dann verkackst du es wieder bei der Produktion. Maki Ito hatte bis jetzt 2 Auftritte, 2 Entrances bei AEW, ich glaube, dass es 2 waren und jedes Mal spackt die Soundqualität bei ihrem Mikrofon, wenn sie ihre Performance hinlegen möchte. Wenn da jetzt ein, ich weiß, wie geil Maki Ito sein kann und ich rede jetzt nicht nur von Charisma und Charakter, sondern für die Leute, die es nicht wissen, Maki Ito ist mittlerweile eine richtig fantastische Wrestlerin, hat der 1er Match of the Year Kandidaten letztes Jahr bei Tokyo Joshi Pro Wrestling hat sich so unfassbar gesteigert, aber die Leute sehen das halt nicht, weil du eine Maki Ito gegen Britt Baker stellst. Wie willst du gegen Britt Baker in knapp 6 Minuten ein geiles Match rausholen. Wenn du es bei Britt Baker in 90% der Fälle nicht mal aus 15 rauskriegst. Und da sehen halt die Leute nur eine Maki Ito. Und da sehen die Leute halt, ja, ist vielleicht ein netter Charakter oder was auch immer. Oder die ganzen Cornette-Stands flamen sie sowieso, weil sie ist ja nur das japanische Schulmädchen von Kenny Omega. Fuck Jim Cornette, by the way. Keiner braucht einen Rassisten oder Sexisten im Wrestling. Hat nichts verloren. Muss jetzt auch mal sein an der Stelle. Wenn ich schon dabei bin, dann kann ich den auch mal rauslassen. Und du hast die Möglichkeit, eine Maki Ito viel besser zu präsentieren. Und trotz alledem ist Maki Ito unheimlich beliebt. Das hat sie sich eben auch, wie eigentlich in Danhausen, durch ihre Social-Media-Reichweite aufgebaut. Und das ist vollkommen zu Recht. Aber du spielst halt auch eine Stärke von Maki Ito nicht aus, wenn halt jedes Mal das Mikrofon, wo Maki Ito performen möchte, irgendwo dann vorher im Eimer mit Wasser gelandet ist und das die ganze Zeit das Mikrofon rumkratzt und es schrille Sounds gibt oder die Stimme gar nicht genommen wird. Und da muss man halt auch AEW kritisieren, dass sie halt produktionstechnisch zum Teil immer noch nicht auf dem Niveau der WWE sind. Weil du hast immer wieder so kleine Aussetzer, was das angeht. Klar, AEW hat sich stark verbessert, auch in Sachen Kamerashots und Detailarbeit, aber da merkst du halt, die WWE hat da schon noch ein bisschen mehr und bessere Erfahrung drin. Und das ist ja auch vollkommen okay, dass AEW immer noch ein bisschen lernt und lernt, aber das sind trotzdem Fehler, die sollten eigentlich nicht passieren. Und wenn du halt als neuer Fan, die nicht nur AEW im Allgemeinen verfolgst, sondern vor allem die Women's Division, dann siehst du sowas und denkst dir, ja, das sah jetzt irgendwie nicht so professionell aus und wer ist die Kleine, die singt dann nicht mal richtig rein und ja, dann verlierst du womöglich schon wieder potenziell einen Zuseher. Und das ist halt meist, oder das ist halt am meisten wirklich immer die Frauen trifft, wo dann irgendwas nicht passt, das, ja, passt ironischerweise dann irgendwo perfekt ins aktuelle Bild des AEW Women's Rosters. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu rein. Ich, wie gesagt, das hat mich einfach gestern aufgeregt und ich werde versuchen, also auch in Zukunft öfters wieder solche themenspezifischen Talks auf diesem Kanal eben zu bringen, die gerade eben heiß im Thema sind, am Köcheln, am Dampfen. Und ja, wenn ihr gerne das Ganze noch weiter vertiefen wollt, lade ich euch recht herzlich ein, ab 20 Uhr heute dabei zu sein, wenn wir diese ganzen letzten Tage des Wrestlings besprechen, weil jetzt ist wieder viel passiert, jetzt haben wir wieder Zeit für einen Two-Count-Cast. Ich habe heute mal ausnahmsweise den zweiten Tag die Woche frei, das war die letzten Wochen nicht so der Fall. Deswegen möchte ich heute gerne mal die Gelegenheit dazu nutzen, endlich mal wieder mehr Wrestling zu sprechen. Auch die ganze Naomi-Sasha-Banks-Geschichte, Naomis Vertrag soll ja kurz vorm Auslaufen sein und auch bei Sasha Banks ist man sich da anscheinend mittlerweile nicht mehr so sicher, ob die in der WWE bleibt. Glaube ich zwar persönlich nicht so dran, aber da ist der Haussegen auch gewaltig schief, gerade in der WWE.
alles Richtung Double or Nothing mit CM Punk, Hangman Page, eben alles rund um die WWE. Schaut da gerne rein. Da haben wir, glaube ich, heute viele, viele, viele Themen. Wenn ihr euren Senf dazu abgeben wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, eben dann im Chat oder hier in der Kommentarsektion. Also nochmal 20 Uhr twitch.tv/Banshee. Schaltet heute ein. Wir quatschen über ganz, 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 ganz viel Wrestling. Auch über die Dynamite-Ausgabe mit Johnny Elite natürlich. Nicht Johnny Gargano. Ja, das war's zu dem Thema. Würde mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr noch auf dem Kanal seid, gerne ein Abonnement da lassen und wie gesagt, euer Feedback in die Kommentarsektion. Das war's von meiner Stelle, von meiner Seite und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.